Selbstfürsorge wird in den Medien gern in Form von Gesichtsmasken, Grünsmoothies oder Schaumbädern dargestellt. Aber ich finde, Selbstfürsorge ist vielmehr die Frage, was brauche ich gerade, damit es mir gut geht? Die Antwort darauf kann ganz unterschiedlich ausfallen und ist vielschichtiger, als wir so denken. Ich bin in den letzten 4 Wochen 2-mal krank gewesen und das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich habe mega viel dann dadurch rumgelegen. Ich habe viel auch vor Social Media gehangen. Generell habe ich mich auch viel weniger bewegt und einfach meine Zeit vor Bildschirmen verbracht. Und ja, auch meine gesunden Routinen dann dementsprechend, weil ich mich auch einfach nicht viel bewegen konnte, links liegen lassen. Und in diesem Video zeige ich dir, wie ich wieder in Balance komme. Ich zeige auf meinen Plattformen ja generell immer gerne, was mir so gut tut. Und das sind natürlich auch Dinge, die man oft auf Social Media sieht. Also so eine Morgenroutine, Sport, gesunde Ernährung. Aber ich finde, das darf halt auch nicht zu einer Art Gefängnis werden, wo man einfach nur noch auf diese Strukturen achtet, aber gar nicht mehr auf das eigene Wohlbefinden. Denn ich finde, manchmal ist Selbstfürsorge halt auch gerade das Gegenteil. Also mal Nein zu sagen, Pausen zu machen, Termine zu verschieben oder überhaupt nicht wahrzunehmen. Dass man Mittagsschlaf macht, dass man sich mehr ausruht, früher Feierabend macht, keinen Sport macht oder die Tafel Schokolade dann isst oder die Serie schaut, einfach weil es einem gerade in dem Moment gut tut. Wenn ich nicht mehr in Balance bin, dann beginne ich oft sehr viel zu grübeln, mich einzuigeln und ich bewege mich nicht mehr so viel. Im jetzigen Fall konnte ich das auch einfach nicht, denn ich war krank. Ich fühle mich dann sehr matt und abgeschlagen. Um wieder in meine Energie zu kommen, mache ich dann gern ganz simple Dinge. Ich räume auf, weil ich nur in einer ordentlichen Umgebung richtig gut funktioniere. Ich bewege mich in irgendeiner Form ohne großen Anspruch. Ich dusche ausgiebig und mache eine Bürstenmassage und eine kalte Dusche, um den Kreislauf anzuregen und mich lebendiger zu fühlen. Ich esse etwas, wonach ich mich gut und erfrischt fühle. Ich entfolge Menschen, wo ich weiß, dass mir der Content gerade nicht so gut tut. Und ich kümmere mich um jemand anderen. In meinem Fall waren das heute einfach mal die Pflanzen. Ich ertappe mich oft dabei, wie ich sehr viele Ansprüche an mich selbst stelle, mir hohe Ziele setze und diese gerne erreichen möchte. Dann ist es zum Beispiel nicht das Ziel, 2-mal Sport zu machen, sondern möglichst, dass ich richtig, richtig fit bin und in Top-Shape, Stichwort Langlebigkeit. Oder ich möchte nicht ein wenig Geld anlegen und sparen, sondern gleich möglichst früh finanziell unabhängig sein. Und so geht das dann in vielen verschiedenen Bereichen weiter. Ich glaube, viele Menschen kennen dieses Problem und ich darf mich dann in diesen Momenten auch daran erinnern, dass es auch reicht, einfach eine gute Freundin zu sein, eine Tochter oder Schwester und dass es in Ordnung ist, wie ich jetzt bin und dankbar für das sein kann, was ich bisher auch schon erreicht habe. Es muss nicht immer höher, größer, weiter sein. Im Gegenteil, ich glaube, wir machen uns das Leben auch gern mal komplizierter, als es eigentlich sein muss. Und wenn man dazu neigt, viel zu grübeln und so in so ein Gedankenkarussell zu kommen und da nicht mehr gut rauszukommen von alleine und vielleicht auch sich nicht so richtig spürt. Also ich weiß nicht, ob es anderen Menschen auch so geht, aber bei mir ist das oft, dass ich dann, wenn ich meine gesunden Routinen nicht so habe, also mich zu wenig vor allem auch bewegt habe zum Beispiel, dass ich mich dann ganz matt fühle, ein bisschen lebloser als sonst, nicht in meiner Mitte sowieso und ja, ich mich irgendwie auch nicht gut selber spüre. Und was mir dann enorm hilft, um einfach in einen anderen Modus wiederzukommen, ist, dass ich meinen Kreislauf anrege und mit Wärme und Kälte arbeite. Also ich mache das dann zum Beispiel einfach gerne, dass ich mich unter die Dusche stelle und entweder eine Wechseldusche mache oder einfach mich erst warm dusche und dann am Ende kalt. Es ist halt auch bewiesen, dass das so einen kleinen Glückskick gibt. Und natürlich wäre es nochmal eine neue Stufe, wenn man dann ins Meer springt oder in den See oder sowas. Aber der ist nicht immer verfügbar und auch nicht so niedrigschwellig immer erreichbar. Und das ist halt nochmal eine Hürde. Deshalb ist diese Dusche dann ein bisschen einfacher. Was ich dann auch gerne mache, ist, dass ich inhaliere. Das ist ja sowieso für die Gesundheit mega gut. Also auch wenn man Schnupfen hat oder Kopfschmerzen, finde ich, hilft das total gut. Ich tue da so ein ganz paar japanische Heiltropfen rein. Hätte ich ohne meinen Freund nicht gemacht, aber das hilft tatsächlich. Und was man natürlich aber auch machen kann, wäre zum Beispiel in die Sauna zu gehen
oder dass man zum Yoga geht, zum Hot Yoga vielleicht auch. Ich finde, das sind dann schon wieder Dinge, wo dann auch andere Menschen sind und je nachdem, was für ein Typ man ist, braucht man das gerade in dem Moment oder braucht man es auch nicht. Und was ich da auch ganz wichtig finde, ist, viele Menschen ziehen sich auch gerne zurück, wenn sie Probleme haben. Ich gehöre auch dazu. Also ich igel mich wirklich auch richtig ein, auch über viele Tage hinweg. Und dann merke ich irgendwann, dass ich wieder was Neues brauche, also dass ich einfach Interaktion brauche und mir das dann auch wieder gut tut, weil oft ist es so, dass mir erstmal der Rückzug sehr wohltuend für mich ist als Form von Selbstfürsorge, weil ich einfach als Introvertierte meine Batterie so wieder auflade. Aber wenn man zum Beispiel Extrovertierter ist, dann ist es vielleicht wirklich schon andersrum von vornherein und dann muss man eben immer wirklich sehr in sich hineinhorchen und hineinspüren. Und wenn man dann merkt, dass man gerade doch wieder ein bisschen mehr Input braucht, weil auch das einen wieder lebendig macht, dann auch wirklich ins Handeln gehen und jemanden anrufen, sich verabreden oder vielleicht auch einfach rausgehen und einen Spaziergang machen. Da sieht man ja auch schon mal andere Leute. Und was man aber natürlich auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel aufräumt oder auch richtig aussortiert. Denn die eigene Umgebung, in der wir uns ja jeden Tag bewegen, die hat ja eine ganz große Auswirkung auch darauf, wie wir uns fühlen. Da gibt es sogar Studie zu Ordnung, beziehungsweise mehrere kleine. Kann also auch gleich einem wieder Energie bringen und auch eine Form von Selbstfürsorge sein, dass man sich wieder in seiner Mitte fühlt. Und genauso natürlich sowas wie, dass man auch meditiert oder Tagebuch schreibt und versucht aus diesem Gedankenkarussell entweder das richtig bewusst wahrzunehmen, wie beim Meditieren und dann halt bewusst auch gehen lassen und das sich so ein bisschen visualisieren oder auch, dass man halt Tagebuch schreibt, das hat mir auch schon oft geholfen, wenn ich irgendwie gemerkt habe, dass ich immer und immer wieder das Gleiche denke, aber gar nicht so richtig da rauskomme, dann hilft Tagebuch schreiben einfach total. Wenn wir nicht mehr in Balance sind, hat irgendeine andere Seite überwogen. In manchen Fällen kann das sein, dass man sich als Eltern sehr auf sein Kind fokussiert hat und zu wenig auf die eigenen Bedürfnisse. Man hat zu viel gearbeitet, um noch andere Dinge für das eigene Wohlbefinden unter einen Hut zu bekommen. Oder man war vielleicht durch Krankheit etwas zu passiv. Meine gesunden Routinen habe ich mir über lange Zeit aufgebaut. Von daher sind sie eigentlich bei mir drin, wenn ich mich wieder berappelt habe und fallen mir leicht. Eine Routine zum Beispiel sind für mich auch der Baustein gesunde Ernährung und dass ich schaue, dass ich genug Obst und Gemüse und frisches Essen über den Tag zu mir nehme. Und in Ergänzung dazu nehme ich auch meine Nahrungsergänzungsmittel ein. Ich habe das eigentlich schon total in meiner Routine drin, weil ich das schon seit vielen Jahren mache. Aber ich merke auch immer, wenn ich nicht so in Balance bin, dann neige ich dazu, das auch eher zu vergessen. Und ich merke einfach, wenn ich meine Mittelchen und Tinkturen nehme, dass es mir dann besser geht und ich im Alltag einfach produktiver bin und mehr Energie habe. Etwas, was ich jetzt neu implementiert habe und sozusagen wie so ein kleines Habit-Stacking noch ergänzt habe, das ist ja, dass man die eine Gewohnheit hat und daran dann andere kettet. Ich nehme ja abends immer mein Eisen, einfach weil ich schon oft Eisenmangel hatte, das immer so ein Problemchen bei mir ist. Und das hilft mir hier sehr, sehr gut, weil da auch Vitamin C mit drin ist. Nehme ich meine Deep-Tropfen, das sind so Kräuter aus Baldrian, Zitronenmelisse, Hopfen, Lavendel und Ashwagandha. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass mir das total hilft beim Einschlafen. Und ich gebe das einfach immer in mein Wasser, bevor ich dann sozusagen auch mein Eisen sowieso nehme. Denn der Schlaf fördert ja einfach, dass wir uns besser regenerieren können und ist deshalb halt auch ganz, ganz wichtig. Ja, auch in Form von einer Selbstfürsorge. Und ansonsten nehme ich für mehr Energie im Alltag auch noch meinen B12. Das ist ja vor allem für die kognitiven Funktionen auch ganz, ganz wichtig und können wir heutzutage nicht mehr so viel aufnehmen, wie das früher mal der Fall war. Und was ich auch noch nehme, ist mein Omega-3. Das ist halt super anti-entzündlich und da gibt es mittlerweile auch schon richtig viel Forschung zu, die das belegen. In der Infobox findest du den Link, unter dem du die Produkte finden kannst, meine Favoriten und mit dem Code einfach leichter 10 bekommst du auch 10% Rabatt bei deiner Bestellung. Und dann wünsche ich dir ganz viel Freude beim Stöbern. Nachdem wir jetzt diese Maßnahmen ergriffen haben, haben wir es hoffentlich wieder geschafft, uns aufzurappeln und können jetzt wieder unseren wohltuenden Routinen oder auch unseren Interessen nachgehen. Schreib mir gerne mal, was für dich so zur Selbstfürsorge gehört und wie du dich gerne wieder aufpäppelst. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!